Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung zum visuellen System. Und wir wollen heute uns mal anschauen, wie wir denn eigentlich Seheindrücke in unserem Gehirn verarbeiten. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wie nehmen wir eigentlich Informationen aus, Lichtinformationen über unsere Retina auf und gehen dann von der Retina Stück für Stück über den Thalamus hin zu unserem primären visuellen Kortex im Okzipitallappen unseres Gehirns. Wir gehen also mal diesen ganzen Weg der visuellen Wahrnehmung entlang. Und wenn wir uns diese visuelle Wahrnehmung anschauen, dann können wir uns natürlich immer anschauen, okay, was ist denn eigentlich diese visuelle Wahrnehmung? Was nehmen wir da eigentlich jedes Mal wahr? Erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche, da hatten wir uns auch ganz am Anfang überlegt, okay, wenn wir ein Objekt anfassen, was ist das eigentlich für eine Information, die wir da gerade wahrnehmen? Und das Gleiche können wir uns im visuellen System natürlich auch anschauen. Würde ich erstmal sagen, okay, wir sehen Dinge, unser Sehsinn, aber wir haben bei diesem Sehen natürlich ganz unterschiedliche Signalanteile. Also beispielsweise Helligkeit, Dunkelheit, Farbe, wir haben Formen, Kanten, Ecken, Bewegung, all das sind unterschiedliche Anteile der visuellen Information, die wir gleichzeitig wahrnehmen. Und bevor wir da uns mal so ganz tief hineinstürzen in die visuelle Wahrnehmung, habe ich erstmal eine Frage an Sie. Und zwar habe ich Ihnen hier ein Menti vorbereitet. Ich hoffe, das klappt bei Ihnen allen. Können wir den QR-Code scannen und dann kommen Sie hoffentlich auf eine Folie, auf der Sie ein rot-blaues Bild sehen. Ich springe mal ganz kurz rüber. Ich hoffe, Sie haben alle den QR-Code gefunden. Einige von Ihnen nicken. Okay, wunderbar. Dann springe ich mal eben ganz kurz hier zu der Folie von Menti und dann können wir uns mal angucken, was Sie denn jeweils hier sehen. Welche Farbe sehen Sie vorne? Das ist eine komische Frage, weil das ist ja ein zweidimensionales Bild. Ne? Wir sehen, das ist ja zweidimensional. Wir sind ja uns alle einig, dass diese Wand hier hinter uns keine drei Dimensionen hat. Aber scheinbar 17 Personen sind sich relativ einig, dass die rote Farbe vorne liegt. Okay, wunderbar. Das heißt, wir haben schon mal eine ganz interessante visuelle Wahrnehmung, dass wir scheinbar Dinge nicht unbedingt eindeutig wahrnehmen. Also zweidimensionale Objekte können also auch drei Dimensionen haben. Das heißt, wir haben noch eine weitere Information, die wir uns in unserem visuellen System anschauen müssen. Nicht nur Farben, Formen, sondern eben auch Raum und hier auch den dreidimensionalen Raum. Wir werden heute mal schauen, ob wir rausbekommen, woran das denn liegt, dass wir unter anderem eben hier Farben dreidimensional wahrnehmen können. Das ist kein sonderlich neues Konstrukt, sondern diese Idee, dass wir Farben auf unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen können, das ist eben schon ein sehr alter Befund hier und ein Bleiglasfenster von der Kathedrale von Reims aus dem 13. Jahrhundert, wo damals bereits klar war, okay, Moment mal, wir sehen rote und blaue Farben irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen und wir können mit diesen unterschiedlichen Farben sowas wie räumliche Wahrnehmung erzeugen. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal in einer Kirche sind, können Sie mal darauf achten, auf diese Bleiglasfenster, ob Ihnen da auffällt, dass eben hier Rot und Blau als Farben verwendet wurden und was das mit Ihrem Seheindruck eigentlich macht. Wenn wir uns über das Sehen, mit dem Sehen beschäftigen, dann müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, was das eigentlich ist, dieses Ding, das wir gerade sehen. Und das, was wir sehen, das sind Wellen. Also das ist Licht. Und Licht hat ein Energiespektrum. Und dieses Energiespektrum, das reicht im Grunde von all diesen ganzen Wellen, die so um uns herum, von diesen Energiewellen, die sich so um uns herum bewegen. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich von diesem Wellenspektrum, den wir tatsächlich als sichtbares Licht erkennen können. Das werden Sie dann
in der Vorlesung Wahrnehmung und Kognition nächstes Jahr oder übernächstes Jahr im dritten Semester noch ganz, ganz genau kennenlernen. Das ist das Forschungsfeld von Frau Professor Nuthmann. Die beschäftigt sich genau mit dieser visuellen Wahrnehmung und wie die eigentlich existiert. Aber was Sie hier auf jeden Fall schon mal mitnehmen sollten, ist, wir haben ein ganz bestimmtes Wellenspektrum von, also ein Spektrum dieser Energiewellen, die wir als sichtbares Licht wahrnehmen können. Also Wellen von einer ganz bestimmten Wellenlänge aktivieren unsere Rezeptoren in unserem Auge. Wir können auch Wellen außerhalb dieses sichtbaren Spektrums wahrnehmen. Das kennen Sie alle von sich selbst. Wenn Sie mal, heute ist es ein bisschen schlecht nachvollziehbar, aber sollte es eines Tages mal wieder Sommer werden, können Sie sich mal rausstellen, dann werden Sie vielleicht merken, dass Sie die Sonnenstrahlen nicht nur sehen können, sondern auch fühlen können. Die erwärmen Ihre Haut, also diese Infrarotstrahlung, die hier also noch langwelliger ist als dieses sichtbare rote Licht, das können wir zum Beispiel über unsere Haut wahrnehmen als Wärme. Das hatten wir beispielsweise letzte Woche auch schon kennengelernt, wie wir Temperatur wahrnehmen können. Dieses Licht, das ist so ein bisschen schwierig zu beschreiben, denn es hat nicht nur Eigenschaften eben von einer Welle, sondern es hat eben auch Eigenschaften von Teilchen. Deswegen spricht man hier von einem Welle-Teilchen-Dualismus und es ist so ein bisschen unklar, okay, ne, mit welcher Begrifflichkeit können wir jetzt ganz bestimmte Phänomene am besten beschreiben. Deswegen gewöhnen Sie sich einfach dran. Wir haben eben Licht, das hat Eigenschaften einer Welle, also beispielsweise eine Wellenlänge, eine Frequenz, die dann die Farbe bestimmt oder eine Amplitude, die die Intensität des Lichtes bestimmt. Oder auf der anderen Seite hat eben Licht auch Eigenschaften von Teilchen. Also wenn wir uns mal anschauen, wie wird denn Licht von ganz bestimmten Oberflächen reflektiert. Wir haben also, wie gesagt, diesen Dualismus und dazu kommt auch noch diese ganze Heisenbergsche Unschärferelation, dass wir also beispielsweise von einem Teilchen, von einem Lichtteilchen nie gleichzeitig den Ort und den Impuls, also die Bewegung beschreiben können. Das heißt, wenn wir uns eben mit Licht auseinandersetzen, dann müssen wir eben immer mit dieser etwas komischen Konstruktion leben, dass dieses Licht eben Eigenschaften von einer Welle oder einem Teilchen hat. Wenn wir also Licht nehmen, das kommt von irgendwo her, von einer Lichtquelle und dann wird dieses Licht irgendwo ausgesandt, dann können wir uns erstmal anschauen, was macht denn dieses Licht mit einer Oberfläche. Das heißt, wenn wir von dem Licht zu uns kommen wollen, müssen wir dieses Licht irgendwo reflektieren oder es muss irgendwo absorbiert werden. Das heißt, Licht verhält sich im Grunde wie ein Ball, das kennen Sie vielleicht nur aus dem Physikunterricht, wenn ich einen Ball irgendwo gegenwerfe, dann wird der wieder zurückgeworfen, das heißt, Licht wird an Oberflächen reflektiert. Das können Sie an allen glänzenden Oberflächen sehen, das ist dann die Reflexion eines Lichtes. Genauso wird Licht auch absorbiert, das heißt, die Energie, die in einer Lichtwelle vorhanden ist, wird von einem Objekt aufgenommen. Auch das ist eben genau der Punkt, wenn Sie im Sommer mal draußen stehen und Ihnen wird warm, dann absorbieren Sie die Energie des Lichtes. Und Licht wird auch gebrochen, also die Flugbahn sozusagen des Lichtteilchens wird durch Objekte gebrochen, durch die es hindurch fließt. Also alle von Ihnen, die Brillen tragen, kennen das. Sie haben da eine Linse vor Ihrem Auge und diese Linse, die bricht den Verlauf des Lichtes, um dann eben das Bild schärfer auf Ihrer Retina fokussieren zu können. Das sind drei Begriffe, also Reflexion, Absorption und Refraktion, also die Reflexion, das Ablenken, die Absorption, die Aufnahme der Lichtenergie und die Refraktion, das Ablenken des Lichtstrahls, die sollten Sie sich merken, denn da werden wir uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, was denn eigentlich dieses Licht, diese Wellen und Teilchen mit Objekten anstellen. Und da kommen wir auch schon ein bisschen zur Antwort, was denn eigentlich der Grund ist, warum wir dieses Objekt, dieses Bild, was wir ganz am Anfang heute gesehen haben, warum wir hier Rot und Blau auf unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen. Denn wenn Licht in ein Prisma leuchtet, beispielsweise eine Linse, dann wird dieses Licht die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichtes werden unterschiedlich stark abgelenkt. Das heißt, in unserem Auge haben wir eine Linse und diese Linse bricht Licht von unterschiedlicher Wellenlänge ganz leicht unterschiedlich.
Wie gesagt, das kennen Sie alle aus dem Physikunterricht, ne? Die Idee von einem Prisma, ich leuchte einen Lichtstrahl rein und sehe hinterher diesen Regenbogen, also die unterschiedlichen Wellenlängen des Lichtes aufgeteilt. Genau das Gleiche passiert in unserem Auge. Das heißt, in unserem Auge, das Licht, das durch unsere Linse fällt, je nach Wellenlänge kommt das auf ganz leicht unterschiedlichen Orten auf unserer Retina an. Das heißt, unterschiedliche Refraktion, wir haben eine unterschiedliche Refraktion, ein unterschiedliches Ablenken von langen und kurzen Lichtwellenlängen. Das führt zur sogenannten chromatischen Aberration, dass also die Farben sich leicht ablenken und führt damit in ihrem Seheindruck zur sogenannten Chromostereopsis. Diese Chromostereopsis beschreibt eben diesen Seheindruck aus ihren beiden Augen, Stereo, beide Augen, diesen Seheindruck aus ihren beiden Augen, der eben auf dieser Verschiebung des Lichtes in unterschiedlichen Farben beruht. Also, wir haben ein Objekt, das rot und blau ist. Rot und blau sind unterschiedliche Wellenlängen, blau ganz kurz, rot relativ langwelliges Licht. Die werden unterschiedlich in unserer Linse abgelenkt und dadurch landen die Lichtwellen von rotem und blauem Licht auf ganz leicht unterschiedlichen Orten unserer Retina. Und diese leicht unterschiedliche räumliche Aktivierung aus unserer Retina, die wird von Ihrem Gehirn als Rauminformation interpretiert. Und das ist der Grund dafür, dass Ihnen, zumindest denen von Ihnen, die das beantwortet haben, den 17 oder so, der rote Punkt vor der blauen Scheibe erscheint. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie funktioniert eigentlich dieses Ding, diese Retina, die unsere Sehinformation aufnimmt. Schauen wir uns also mal unser Auge an. Unser Auge, ganz grob, ist ein Glaskörper, also ein kugelförmiges, transparentes Objekt. Vorne an diesem kugelförmigen, transparenten Objekt dran ist eine Linse. Diese Linse, die ist verformbar, die können Sie also einstellen, je nachdem, wie stark diese Linse unser Licht brechen soll. Also, ne, wir können also hier dieses Licht ablenken. Dann gibt es um dieses ganze Gebilde drumherum auch noch eine Schutzschicht, die Kornea, und eine Öffnung, eine Pupille, die beeinflusst, wie viel Licht hier jetzt in unser Auge hineinkommen kann. Und dieses Licht, das muss dann auf unsere photosensitive, also lichtempfindliche Zellschicht in unserem Auge treffen, um da eben eine Empfindung auszulösen. Und diese lichtempfindliche Zellschicht, das ist die Retina. Und diese Retina, mit der wollen wir uns jetzt mal genauer beschäftigen, wie die eigentlich aufgebaut ist. Also den Rest vom Aufbau des Auges, den sollten Sie eigentlich wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht so Mittelstufe schon kennen, so ganz grob, wie so ein Auge eigentlich aufgebaut ist. Schauen wir uns also mal an, wie so eine Retina aufgebaut ist. Die Retina, die besteht aus mehreren Schichten. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Schichten, fünf unterschiedliche Schichten von Zellen, die alle an dieser ersten Verarbeitung von Lichtinformationen in unserem Auge beteiligt sind. Was so ein bisschen kurios ist in dieser ganzen Geschichte ist, dass die photosensitive Schicht, also die eigentliche Schicht von Zellen, die unsere Lichtinformation aufnimmt, die ist am weitesten vom Licht eigentlich entfernt. Die liegt im sogenannten Epithelium eingebettet. Das heißt, wir haben in unserem Auge eine Schicht von Epithelzellen, Versorgungszellen, und eingebettet in diesen Versorgungszellen finden wir unsere Photorezeptoren, also die lichtsensitiven Zellen. Die stecken da mit ihrer Spitze drin. Aus diesen Photorezeptoren, das sind sekundäre Sinneszellen, die haben selbst kein Axon, sondern die haben nur eine Freisetzungsstelle von Neurotransmittern, haben wir dann eine Bindungsstelle zu den Horizontalzellen und Bipolarzellen. Bipolarzellen leiten das Licht dann von den Photorezeptoren weiter an die Amakrinzellen und Ganglienzellen. Und die Ganglien schlussendlich, das sind dann die Weiterleitungen an den Sehnerv. Und Sie sehen schon hier, im
in der Mikroskopaufnahme, wie diese Schichten aufgebaut sind, und im Schaubild daneben, wie stark diese unterschiedlichen Zellen alle miteinander verschaltet sind. Das heißt, wir haben für die vertikale Weiterleitung haben wir eben die Bipolarzellen, die die Information von den Photorezeptoren an die Ganglienzellen weiterleiten. Und für die laterale Verschaltung zwischen benachbarten Bereichen der Retina haben wir einmal unsere Horizontalzellen und unsere Amakrinenzellen. Wenn wir uns das Ganze also mal nochmal im Schaubild anschauen, wir drehen uns jetzt diesmal diese Retina um, dass sie dem Schaubild entspricht. Wie gesagt, die erste Schicht, jetzt in dem Fall ganz unten, wir haben das Ganze gerade mal gedreht, sind eben unsere Photorezeptoren, die lichtsensitiven Zellen. Drüber haben eben wir für die laterale Verschaltung zwischen den Bipolar- und den Photorezeptoren die die Horizontalzellen. Dann haben wir eben für die vertikale Weiterleitung unsere Bipolarzellen, die für die Verbindung zwischen Photorezeptoren und Ganglienzellen verantwortlich sind. Dann haben wir eine Schicht der Amakrinenzellen, die für die Verschaltung zwischen Bipolarzellen und Ganglienzellen relevant sind. Und dann schlussendlich als oberste Schicht, die fünfte Schicht, das ist dann unsere Ganglienzellen, die die Signale an den Sehnerv weiterleiten, beziehungsweise die erste, die Zellkörper unseres Sehnervs eigentlich dann sind. Und jetzt wollen wir uns mal genau anschauen, was diese unterschiedlichen Zellschichten eigentlich alle für Aufgaben haben. Fangen wir unten an, bei unseren lichtsensitiven Zellen, bei unseren Photorezeptoren. Ich hatte schon gesagt, wir haben eine funktionelle Inversion der Retina. Das heißt, unsere Rezeptoren, die sind eingebettet in die Epithelzellschicht, in unserer Retina. Und diese Bereiche, die Sie jetzt hier so leicht so kammförmig unten sehen, das sind die Bereiche, die eigentlich lichtsensitiv sind und die sind eben in diese Epithelschicht eingebettet. Das ist nicht bei allen Augen so, sondern das ist eine Eigenschaft vom Säugetierauge. Also beispielsweise Oktopi haben ganz ähnlich aufgebaute Augen wie wir, auch die haben Linsenaugen, aber die haben keine Inversion der Retina, sondern da ist es genau andersrum aufgebaut. Da zeigen diese lichtsensitiven Zellen direkt zum Licht. Das ist also ein wenig ein Kuriosum des Auges des Säugetieres. Diese Photorezeptoren, ich hatte es schon erwähnt, sind sekundäre Sinneszellen, die erzeugen also selbst kein Aktionspotenzial, sondern die erzeugen nur ein Generatorpotenzial. Das heißt, auf eine Signalveränderung verändern die Freisetzung ihres Neurotransmitters. Neurotransmitter in dem Fall ist das Glutamat. Und diese Photorezeptoren, die kommen in zwei unterschiedlichen Klassen. Das sollte eigentlich auch schon bekannt sein. Stäbchen und Zapfen. Stäbchen, die sind für das sogenannte skotopische Sehen relevant, das heißt für das Sehen bei Dämmerung. Also wenn es so dunkel draußen ist, so leicht schwummrig, ne, also hat man ja gerade zurzeit sehr viel, da sind ihre Stäbchen sehr relevant. Und die sind tatsächlich so sensitiv, dass sie in normalem, also im Tagessehen tatsächlich gehemmt sind. Das heißt, die sind jetzt gerade vollkommen gesättigt und geben eigentlich kein Signal weiter. Daneben haben wir unsere Zapfen, drei Typen davon, die unterschiedliche Sensitivitätsbereiche haben. Die sind für das sogenannte photopische Sehen relevant beim Tag, die eben unterschiedliche Farben kodieren. Hier, je nachdem, was für ein Farbstoff in den Sehsinneszellen vorhanden ist, kodieren die entweder rotes, grünes oder blaues Licht. Sie sehen es hier auf der Elektronenmikroskopaufnahme, die sind alle sehr dicht und eng beieinander gepackt. Also wir haben sehr, sehr viele von diesen Sehsinneszellen auf unserer Retina sehr dicht nebeneinander gepackt. Und eigentlich vom Aufbau sind Stäbchen und Zapfen auch sehr ähnlich. Nur dieser Bereich, der eben oben tatsächlich lichtsensitiv ist, ist ganz leicht unterschiedlich aufgebaut zwischen den Stäbchen und dem Zapfen. Ganz kurz als Übersetzung, Cone, das sind die Zapfen, Rod, das sind die Stäbchen, also Rod und Cone. Wir haben jetzt ganz viele Abbildungen aus dem Englischen, nur dass Sie es schon mal merken. Rod, das sind die Stäbchen, Cone, das sind die Zapfen.
Ich hatte es gerade eben schon erwähnt, wie gesagt, bei ganz starkem Licht, also jetzt, das jetzt, was wir jetzt gerade hier haben im Raum, das ist starkes Licht, da ist eben die Zapfen aktiviert und diese Aktivierung dieser Zapfen, die hemmt dann über die Aktivierung der amakrinen Zellen, ne, wir haben es gerade kennengelernt, die amakrine Zellen für diese laterale Verbindung relevant, hemmen die Stäbchen. Also die, eine Aktivierung von den Zapfen hemmt die Aktivierung der Stäbchen. Das heißt, wir haben eben in unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterschiedliche Sehsinneszellen aktiv. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was macht eigentlich dieses Licht mit diesen Sehsinneszellen. Und dieser Prozess ist an sich erstmal bei Stäbchen und Zapfen der gleiche. Der einzige Unterschied ist, welcher Farbstoff, welcher Sehfarbstoff ist in den Sehsinneszellen vorhanden. Wir machen das jetzt mal bei den Stäbchen, weil da ist es ein bisschen einfacher. Da haben wir nur einen Farbstoff, das sogenannte Rhodopsin. Also Rhodopsin, ein Zusammenschluss aus Opsin und 11-cis-Retinal, also ein Molekül mit ganz bestimmten Eigenschaften. Nämlich dieses Molekül, das kann seine Form verändern. Ne? Haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Wir haben dreidimensional gefaltete Proteine, die ihre Form verändern können. Also beispielsweise hatten wir dieses Prinzip kennengelernt bei unseren Ionenrezeptoren. Wir hatten das Prinzip kennengelernt bei diesen Myosin- und Aktinköpfchen. All das waren irgendwie Proteine, die auf ein ganz bestimmtes Signal hin ihre Konformität, ihre Form verändern. Und das Gleiche haben wir bei unserem Rhodopsin auch. Das hat eine ganz bestimmte Form und diese Form ändert sich von der sogenannten 11-cis zur Altrans-Form, wenn hier Licht auf dieses Rhodopsin trifft. Also ein Photon, also ein Lichtteilchen, kommt also hier an unserem Rhodopsin an und damit verändert dieses Rhodopsin die Form. Das Interessante bei diesen ganzen Photorezeptoren ist, dass die eigentlich genau andersrum arbeiten, als wir das eigentlich uns vorstellen würden. Bei Dunkelheit, also wenn wir unsere Augen zumachen oder das Licht ausmachen, dann ist es dunkel und während dieser Dunkelheit sind Natrium- und Calciumkanäle an unserem Photorezeptor geöffnet. Also es ist eigentlich genau andersrum, wie wir es von anderen Nervenzellen kennen, wo diese Ionenkanäle ja erstmal eigentlich geschlossen sind. Das heißt, wir haben in so einem Ruhezustand bei Dunkelheit unter dem Einfluss von zyklischem Guanosinmonophosphat, CGMP abgekürzt, werden Natrium- und Calciumkanäle offen gehalten und damit ist unsere Nervenzelle, unsere Sehsinneszelle depolarisiert. Wir haben so ein Ruhemembranpotenzial, in dem Fall von minus 30 Millivolt. Ne? Erinnern wir uns nochmal dran, bei den Nervenzellen waren das so etwa minus 70. Ne? Wir sind also eine ganze Ecke über diesem Ruhemembranpotenzial von so einer standardnormalen Nervenzelle. Wenn jetzt Licht auf unser Rhodopsin trifft, dann wird eben dieses Lichtteilchen, die Energie dieses Lichtteilchens an unserem Rhodopsin oder von unserem Rhodopsin absorbiert. Wir nehmen die Energie des Lichtteilchens in unser Rhodopsin auf. Und dadurch verändert sich eben das Rhodopsin eben von das Retinal darin, von der 11-cis zur Altransform und verändert dann quasi das aus dem Rhodopsin wird Meta-Rhodopsin 2. Und das ist der einzige Schritt an unserem ganzen Sehen, der überhaupt was mit Licht zu tun hat. Diese eine Veränderung der Struktur von Rhodopsin zu Meta-Rhodopsin 2. Das ist der einzige Punkt, wo wir Licht überhaupt brauchen. Die Aktivierung von diesem Meta-Rhodopsin 2 führt dann über eine G-Protein gekoppelte Signalkaskade dazu, dass hier Phosphodiesterasen, PDE abgekürzt, aktiviert werden. Und dieses PDE baut dann unser CGMP ab. Und wenn wir CGMP abbauen, dann gehen unsere Natrium- und Calciumkanäle zu. Das heißt, unser Membranpotenzial verändert sich, und jetzt aber nicht in die Richtung Depolarisation, sondern in Richtung Hyperpolarisation. Das heißt, also wir haben in Dunkelheit
Ionenkanäle geöffnet, jetzt kommt Licht an, dann gehen die Ionenkanäle zu. Unsere Photorezeptoren hyperpolarisieren, gehen also, das Membranpotential geht also ins Negative hinein. Wenn es jetzt wieder dunkel wird, wenn wir also unsere Augen wieder zumachen oder das Licht wieder ausmachen, dann führt das intrazelluläre Calcium dazu, dass Guanylat-Cyclasen, GC, aktiviert werden, die dann eben für die Produktion von cGMP relevant werden, die dann unsere Ionenkanäle wieder aufmachen. Ganz kurz, was Sie sich an diesem ganzen Kreislauf merken sollten, ist, dass unsere Sehsinneszellen bei Dunkelheit depolarisiert sind. Dann haben wir ein Lichtteilchen. Dieses Lichtteilchen trifft auf unser Rhodopsin, führt zu einer Konformitätsänderung des Rhodopsins. Dadurch schließen sich unsere Ionenkanäle, unsere Zelle hyperpolarisiert und damit verändert sich unser Neurotransmitterausstoß an der Nervenzelle. In Dunkelheit sind unsere Photorezeptoren erstmal, ich hatte es gerade eben hier schon erwähnt, depolarisiert. Das heißt, eine depolarisierte Zelle, die schüttet Neurotransmitter aus. Da sind wir wieder genau bei dem, was wir von Nervenzellen schon kennen. Das heißt, wir haben es hier auf der einen Seite, da wo Dark steht, unseren Photorezeptor, unser Stäbchen in Dunkelheit, das schüttet fröhlich unseren Neurotransmitter Glutamat aus. Und jetzt haben wir unser Lichtteilchen hier eingedeutet durch diesen gelben Wellenpfeil. Und dieser gelbe Wellenpfeil, der trifft jetzt auf unser Rhodopsin. Und das führt dann eben jetzt dazu, dass unsere Ionenkanäle zugehen. Damit hyperpolarisiert unser Photorezeptor und macht das, was hyperpolarisierte Zellen machen, hört auf, Neurotransmitter auszuschütten. Das heißt, dieses Licht führt zu einer Hyperpolarisierung und damit zu einer Reduktion der Glutamatausschüttung. Und an den Stäbchen ist eben die Menge von Glutamatausschüttung, die entspricht der Stärke der Lichtaktivierung an diesen Sehsinneszellen. Die sind also einen graduellen Response, eine graduelle Antwort, je nachdem, wie viel Licht jetzt hier auf unsere Sehsinneszellen eintrifft. Das sehen wir auf diesen Kurvenabbildung hier auf der Seite, da sehen Sie unterschiedliche Kurven und diese unterschiedlichen Kurven entsprechen eben unterschiedlich starken Aktivierungen von diesen Photorezeptoren. Was Sie da sehen können, ist eben, das sieht man so an diesen Zahlen, die dabei stehen. Schauen wir oben mal die Rods an, also schauen wir mal unsere Stäbchen an. Da sehen Sie eben 1, 2 und 9, das ist quasi 1, 2 und 9 als Synonym dafür, wie stark eben hier diese Stäbchen aktiviert werden. Und Sie sehen, je stärker diese Stäbchen aktiviert werden, desto stärker ist auch hier diese Hyperpolarisierung, also die Veränderung unseres Signals ins Negative hinein. Wir haben also eine graduelle Abstufung der Aktivierung unserer Photorezeptoren. Und was Sie hier auch sehen an dieser Abbildung, wenn Sie mal auf die X-Achse schauen, wie schnell denn diese unterschiedlichen Photorezeptoren antworten, dann sehen Sie eben, dass so Stäbchen so eine Antwortlatenz so von etwa 1 bis 2 Sekunden haben und unsere Zapfen ein Faktor 10 schneller sind, also im Bereich von Millisekunden reagieren. Also Farben, unsere bei Tag sehen, reagieren unsere Zapfen, die reagieren deutlich schneller auf Signal, auf einen Lichtimpuls als die Stäbchen. Das kennen Sie von sich selber vermutlich auch. Wenn Sie irgendwie nachts Auto fahren, dann ist alles so ein bisschen verschwommen vielleicht, so ein bisschen langsam verzögert. Das liegt einfach daran, dass Ihre Sehsinneszellen, die Stäbchen in Dunkelheit, eine deutlich langsamere Antwortlatenz haben als die Zapfen in Helligkeit. Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen von Ihnen, wie denn die Aktivierung von diesen Sehsinneszellen funktioniert? Ja.
Genau. Die Frage geht danach, was passiert eigentlich in diesen Übergangsbereichen zwischen Dunkelheit und Helligkeit, wenn Sie also beispielsweise draußen unterwegs sind, da ist auf einmal eine Laterne. Also natürlich in diesen Grenz oder in diesen, wir haben quasi einen kontinuierlichen Übergang in der Aktivierung zwischen Zapfen und Stäbchen. Dazu gibt es im Chandri so eine schöne Abbildung, die so zwei so Kurven hat, die so ein bisschen so stufenförmig ist. Sie haben quasi eine Adaptation, also eine Antwort von diesen unterschiedlichen Sehsinneszellen, je nach Lichteindruck. Das können Sie auch an sich selber mal ausprobieren. Nachts haben Sie Schwierigkeiten, Farben zu erkennen. Und wenn Sie dann beispielsweise mal nachts unter einer Laterne stehen, können Sie mal nehmen ein farbiges Objekt, beispielsweise eine rote Tasche, und Sie gehen mal ganz langsam unter die Laterne drunter, wann Sie denn die Farbe tatsächlich dieses Objektes erkennen können. Es gibt so das schöne Sprichwort, nachts sind alle Katzen grau. Das liegt einfach daran, dass Sie nachts keine Farben oder Farben nicht sonderlich gut erkennen können. Aber vielen Dank für den Hinweis, das ist natürlich ein gradueller Übergang zwischen der Antwort von Zapfen und Stäbchen. Das ist auch eine wunderschöne Überleitung zur Verteilung von Zapfen und Stäbchen auf unserer Retina. Und das wissen Sie vermutlich auch, wir haben einen Bereich in unserer Retina, der für das scharfe Sehen verantwortlich ist, die sogenannte Fovea. Diese Fovea, das ist quasi der Bereich in unserer Retina, an den eigentlich so im Tag, also quasi das genau im Zentrum unseres Blickfeldes, an den unter Tages das meiste Licht ankommt. Und hier in dieser Fovea, da haben wir ausschließlich Zapfen vorhanden. Da haben wir also sehr, sehr wenige oder gar keine Stäbchen, sondern hier in dieser Fovea, da haben wir, sogenannt auf Deutsch Sehgrube genannt, da haben wir eben fast ausschließlich Zapfen, und wir haben eine sehr direkte Verschaltung zwischen unseren Photorezeptoren und den Bipolar- und Ganglienzellen. Wir haben also eine sehr direkte Weiterleitung von unseren einzelnen Rezeptoren an die nachgeschalteten Signalbahnen. In der Peripherie, also im Randbereich unserer Retina, da haben wir auf der anderen Seite sehr viele Stäbchen, aber weniger Zapfen und eine sehr starke Konvergenz. Erinnern wir uns nochmal, Konvergenz, das Zusammenfließen von Informationen, also in unserer Peripherie unserer Retina, da fließt sehr viel Information aus sehr, sehr vielen Sehsinneszellen an eine nachgeschaltete Bipolarzelle und eine nachgeschaltete Ganglienzelle. Das heißt, in der Peripherie, da summieren wir sehr viel Information an eine nachgeschaltete Sinneszelle. Das heißt funktional, dass wir nachts bei sehr schwachem Licht sehen wir tatsächlich mit der Peripherie, also mit unserem peripheren Sichtfeld, besser als mit der Fovea. Denn in der Peripherie, da können wir sehr, sehr viel Information summieren, und auch eine kleine Aktivierung einzelner Nervenzellen kann dann zu einer Aktivierung der nachgeschalteten Ganglienzellen führen. Diejenigen von Ihnen, die Astronomen sind, nicht Astrologen, sondern Astronomen, ne, die Sterngucker, die kennen das vielleicht, dass sie nachts Sterne besser erkennen können, wenn sie so ganz bisschen neben dem Zielstern eigentlich gucken, weil eben quasi in ihrer Peripherie, da haben sie sind sie sensitiver nachts, also sprich, wenn sie den Stern, den sie angucken wollen, eben genau nicht angucken, dann haben sie quasi dann fällt das Licht des Sterns auf den Bereich ihrer Retina, der eigentlich sensitiver ist des Nachts. Ich hatte es auch schon erwähnt, wir haben von den Zapfen haben wir drei unterschiedliche Klassen, und diese drei unterschiedlichen Zapfen, die reagieren auf unterschiedliche Lichtwellen mit unterschiedlicher Stärke. Das heißt, wir haben sogenannte Blau-, Grün- und Rot-Zapfen, die unterschiedliches Antwortverhalten haben mit so einem sensitiven Bereich in unterschiedlichen Wellenlängen. Eben die Blauzapfen eben sind für Wellen mit Lichtwellen mit einer sehr kurzen Frequenz, also mit einer so sehr hohen Frequenz, mit der kurzen Wellenlänge relevant. Und dann Grün- und Rotzapfen, die sind dann eben die Rotzapfen, die Zapfen, die für das langwelligste Licht relevant sind. Deswegen, wenn Sie das manchmal vielleicht in Literatur lesen, wir haben eben auch sogenannte L- und M-Zapfen, eben für langwelliges oder mittelwelliges Licht, oder K-Zapfen, kurz für kurzwelliges Licht. Was Sie hier auch sehen an der Abbildung ist, dass die Antwort
dass die Antwortbereiche der unterschiedlichen Zapfen sich sehr stark überlappen. Das heißt, eigentlich in einer normalen Seesituation werden immer alle drei Zapfentypen aktiviert. Also es sei denn, sie stehen wirklich unter rein blauem Licht, das dann wirklich nur die blauen Zapfen aktiviert, oder rein rotem Licht, das dann nur die roten Zapfen aktiviert. Aber so in einem normalen Seeeindruck werden eigentlich immer alle Zapfen aktiviert. Ich hatte es schon erwähnt, wir sehen es in dem grünen Schaubild eben in unserer Fovea, da haben wir Zapfen, da sehen wir also Farben, und in der Peripherie, da haben wir Stäbchen, da sehen wir eigentlich keine Farben. Jetzt können Sie sich denken, Moment mal, das ist doch eigentlich Blödsinn, ich sehe doch überall in meinem Seefeld, ne, wir haben so etwa 180 Grad Seefeld, ich sehe das doch überall farbig. Aber das ist eine Illusion. Da spielt Ihnen Ihr visuelles System was vor, und das können wir uns hier mal anschauen. Wir haben hier so ein Muster aus schwarzen Punkten, in der Mitte ein rotes Kreuz, und Sie sehen vielleicht so einen bunten Kreis drumherum um dieses rote Kreuz. Und jetzt gucken Sie mal nur auf das rote Kreuz und beobachten Sie mal, was macht denn eigentlich dieser farbige Kreis, wenn Sie nur auf das rote Kreuz achten. Wer wagt sich nach vorne? Was machen die Farben? Ja, sie verschwinden. Genau, warum verschwinden sie? Genau, weil wir da keine Farben sehen. Also, Sie haben es vielleicht gesehen, wenn Sie nur auf das rote Kreuz fokussieren, dann verschwindet dieser Farbeindruck aus diesem farbigen Kreis. Das heißt, dieser Farbeindruck, den Sie da sehen, der liegt daran, dass Ihre Augen ständig kleine Bewegungen machen, sogenannte Sakkaden. Sakkaden sind quasi diese lateralen und horizontalen Augenbewegungen, die ihrem normalen Blick unterliegen. Das ist das Forschungsbereich von Frau Nutmann. Die untersucht, wie diese Sakkaden funktionieren. Und über diese Sakkaden nehmen Sie ständig unterschiedliche Bereiche Ihres Sichtfeldes wahr, und diese unterschiedlichen Bereiche werden ständig in Ihrem Bewusstsein miteinander integriert. Und wenn Sie diese Information jetzt nicht ständig erneuern, wenn Sie also ganz stur in die Mitte Ihres Sichtfeldes schauen, dann wird quasi die Information aus Ihrer Peripherie, die wird nicht mit dieser Farbinformation erneuert. Ne? In einer Peripherie, da kommt keine Farbinformation an. Sprich, unser visuelles System vergisst, was da eigentlich für Information da war. Die Dauer, die das braucht, bis unser visuelles System diese Farbinformation vergisst, ist die Latenz, die Dauer des sogenannten ikonischen Gedächtnisses. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Kernbach Psy B6 schon kennengelernt, die unterschiedlichen Formen von Gedächtnis. Da haben wir Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis, und dann vor diesem Arbeitsgedächtnis haben wir unser sogenanntes sensorisches Gedächtnis, und da haben wir im visuellen System das sogenannte ikonische Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis, das unsere Sehinformation so ein bisschen aktuell hält. Und dieses ikonische Gedächtnis, das hat eine Dauer von etwa einer Sekunde. Das wird eine Information, die so eine Sekunde lang aufnehmen, die wird so ein bisschen so in Ihrem visuellen Gedächtnis gehalten und wird dann einfach wieder überschrieben. Sprich, wir können mit solchen Bildern eben messen, wie lange denn eigentlich Ihre visuelle Wahrnehmung konstant bleibt. Da gibt es ganz schöne andere Experimente, die das auch zeigen, wo man das Ganze auch mit Gesichtern machen kann und die Gesichter dann verschwimmen, aber eben hier mal mit Farben das Ganze. So, jetzt wissen wir ganz grob, was unsere Retina tut. Und jetzt müssen wir von unserer Retina einen Schritt weitergehen, und der nächste Schritt von unserer Retina sind unsere Bipolarzellen. Wir haben also einen synaptischen Kontakt zwischen unseren Photorezeptoren und unseren Bipolarzellen. Wir haben es schon gelernt, unsere Photorezeptoren, die haben Glutamat als Neurotransmitter. Und wir haben ja schon kennengelernt, das habe ich Ihnen ganz am Anfang der Vorlesung mal eingetrichtert, Glutamat ist der erregende Neurotransmitter in unserem Nervensystem. Das war nur die halbe Wahrheit. Denn ob Glutamat erregend oder hemmend ist, liegt auch an den Rezeptoren für Glutamat. In der Regel aktiviert Glutamat ionotrope Rezeptoren. Ionotrope AMPA-Rezeptoren. Haben wir schon kennengelernt, AMPA- und NMDA-Rezeptoren sind die klassischen Glutamat-Rezeptoren. Aber wir haben auch metabotrope Rezeptoren für Glutamat, die
dann anders reagieren können, also in dem Fall nicht erregend, sondern hemmend reagieren können. Das heißt, wir haben an unserer Verschaltung von unseren Photorezeptoren an die Bipolarzellen entweder ionotrope Rezeptoren oder metabotrope Rezeptoren an den Bipolarzellen. Wenn an der Bipolarzelle ein ionotroper Rezeptor ist, dann haben wir einen sogenannten flachen Kontakt. Und dieser flache Kontakt, der ist bei Dunkelheit erregend. Erinnern wir uns nochmal dran. Bei Dunkelheit schickt unser Photorezeptor Glutamat aus. Ne? Dunkelheit, Photorezeptor ist depolarisiert, setzt Glutamat frei. Und dieses Glutamat wirkt eben in Dunkelheit an unseren ionotropen Glutamatrezeptor erregend. Das ist das Standardmodell vom Glutamat, was wir schon kennengelernt haben. Das führt jetzt eben zu einer Depolarisierung unserer Bipolarzelle. Das heißt, wir geben genau dieses depolarisierte Signal eben weiter. Und wenn wir jetzt das Licht anschalten, wenn es also hell ist, dann verlieren wir diese Erregung. Das heißt, hier kommt es dann zu einer Hyperpolarisierung. Das heißt, diese flachen Rezeptoren geben das Signal anders weiter als die sogenannten invaginierenden Synapsen. Also, wir haben also unterschiedliche Synapsen. Die einen kehren das Signal um und die anderen kehren das Signal nicht um. Die invaginierenden Synapsen, da haben wir eben in dem Fall metabotrope Rezeptoren. Das heißt, bei Dunkelheit, Glutamat wird auch von unseren Photorezeptoren ausgeschüttet, aber eben dieses Glutamat aus den Photorezeptoren wirkt jetzt eben nicht erregend, sondern hemmend auf diese Bipolarzellen. Das heißt, wir kehren hier das Signal um. Das führt also zu einer Hyperpolarisierung, beziehungsweise wenn es dann hell wird, wenn Sie also Licht anschalten, dann verlieren wir eben die Hemmung. Also, es führt dann zu einer Depolarisierung. Also, wir haben zwei unterschiedliche Signalpfade, je nachdem, welche Art von Rezeptor wir an unseren Bipolarzellen haben. Die einen geben das Signal eben weiter und die anderen kehren das Signal einmal um. Daraus ergibt sich, dass wir sogenannte On- und Off-Zellen haben. On- und Off-Zellen reagieren also auf Lichteinfall entweder mit einer Aktivierung, die On-Zelle, oder mit einer Deaktivierung, mit einer Hemmung, die Off-Zelle. Die Off-Zellen, das sind die ionotropen Rezeptoren, da haben wir also keine Signalumkehr an den flachen Synapsen, ne, da gibt es quasi die Information einfach weiter. Oder wir haben eben On-Zellen, das sind die invaginierenden Synapsen, da haben wir dann eben diese Umkehr unseres Signals. Neben dieser Weitergabe des Signals, wir sehen es hier in diesem Schaubild gekennzeichnet durch die roten und grauen Pfeile. Also die roten Pfeile hier in diesem Schaubild, das sind die signalbehaltenden, also da wird das Signal einfach weitergegeben, Verbindungen, oder die grauen Verbindungen, das sind die signalinvertierenden Verbindungen. Also rot in dem Fall wären die flachen und grau wären die invaginierenden Synapsen. Und wir haben jetzt neben dieser Weiterleitung von unseren Photorezeptoren an die Bipolarzellen eben auch noch die Verschaltung über unsere Horizontalzellen und die Amakrinenzellen. Das Schöne an den Horizontalzellen und den Amakrinenzellen ist, dass die immer durch Glutamat erregt werden. Das ist jetzt wieder relativ einfach. Da haben wir jetzt nicht so unterschiedliche Geschichten wie bei den Bipolarzellen, sondern da haben wir immer eine Erregung. Das heißt, an den Horizontalzellen, erinnern Sie sich nochmal an den Einstieg der heutigen Vorlesung, die laterale Verbindung zwischen Photorezeptoren. Wir haben also von der Weiterleitung von Photorezeptoren an die Bipolarzellen eine Schicht eines lateralen Einflusses, die Horizontalzellen, die eben zwischen dem Einfluss von benachbarten Photorezeptoren vermitteln. Die summieren also die Aktivität, die sind also verbunden mit mehreren benachbarten Photorezeptoren und summieren die Aktivität dieser benachbarten Photorezeptoren und können dann eben auch benachbarte Photorezeptoren
hemmen. Das heißt, wenn ich einen Photorezeptor aktiviere, dann haben wir an dieser Horizontalzelle die Summierung dieser Aktivierung und dann kann eben eine Aktivierung oder eine Hemmung weitergegeben werden. Die sogenannte laterale Hemmung, die dann vor allem relevant ist, wenn Sie Kanten erkennen. Es gibt auch so schöne visuelle Illusionen, dass Sie Kanten auf so einem Schachbrettmuster beispielsweise als stärker, als dunkler wahrnehmen als die benachbarten schwarzen oder weißen Bereiche. Das liegt dann an dieser lateralen Hemmung von benachbarten Photorezeptoren. Auf der Verschaltungsebene zwischen Bipolarzellen und Ganglienzellen haben wir eine weitere Schicht eines lateralen Einflusses, die sogenannten Amakrinenzellen. Im Grunde haben die ganzen ganz ähnliche Funktionen wie die Horizontalzellen, die auch relevant sind für die laterale Verschaltung zwischen benachbarten Bereichen unserer Retina. Auch die werden durch Glutamat erregt und können jetzt eben benachbarte Bipolarzellen beeinflussen. Ganz wichtig, da gibt es hier einen leichten Unterschied bei der Verschaltung zwischen Stäbchen und Zapfen. Diese Verschaltung über diese Bipolarzellen und diese Weitergabe über invaginierende oder flache Synapsen finden sich vor allem an den Zapfen. An den Stäbchen ist die Verschaltung so ein bisschen anders. Da geht diese Verschaltung mit dieser lateralen Hemmung über Amakrine A2-Zellen. Sie sehen es hier auf dem Schaubild, diesen Pfad in grün. Da haben wir also quasi nur eine Klasse von Bipolarzellen. Diese Bipolarzellen verschalten dann weiter auf die Amakrinzellen. Und diese Amakrinzellen, die splitten dann unser Signal auf in On- und Off-Bereiche. Aber diese Aufteilung in On- und Off-Bereiche, das ist genau wieder das gleiche Prinzip, das wir schon kennengelernt haben, liegt daran, dass wir das Signal umkehren anhand dieser unterschiedlichen entweder ionotropen oder metabotropen Glutamatrezeptoren. Schauen wir uns mal an, was diese laterale Hemmung, diese laterale Beeinflussung dann mit unserer visuellen Wahrnehmung zu tun hat, wenn wir uns mit den rezeptiven Feldern in unserer Retina auseinandersetzen. Erinnern wir uns nochmal ganz kurz dran, was war nochmal ein rezeptives Feld? Ein rezeptives Feld ist immer von Seiten der Zelle her definiert. Das rezeptive Feld beschreibt also den Bereich, an dem eine Aktivierung unseres sensorischen Feldes unsere nachgeschaltete Nervenzelle aktiviert. Das heißt, wir haben also ein rezeptives Feld eines Photorezeptors, ist quasi der Bereich der Zelle des Photorezeptors, die eben hier dieses Licht aufnehmen kann. Quasi die Spitze von unserem Photorezeptor. Und das rezeptive Feld einer Bipolarzelle, das beschreibt all den Input aus unterschiedlichen Photorezeptoren an die Bipolarzelle. Und dann haben wir eben wiederum einen Schritt weiter auf Ebene der Ganglienzellen rezeptive Felder. Und diese rezeptiven Felder der Ganglienzellen beschreiben eben diesen summierten Input von sehr vielen Bipolarzellen. Das rezeptive Feld hier also beschreibt also, welcher Bereich der Retina eine Bipolarzelle und nachgeschaltet einer Ganglienzelle aktiviert. Wir haben dabei entweder eben das direkte Signal aus unseren Photorezeptoren oder eben dieses indirekte Signal durch diese laterale Verschaltung aus den Horizontalzellen, die eben die Aktivität der benachbarten Bereiche summieren. Und aus dieser Verschaltung ergeben sich dann rezeptive Felder, die On- und Off-Bereiche haben. Und diese On- und Off-Bereiche beschreiben jetzt eben, wie reagiert eine Bipolarzelle, je nachdem, wo ich ein Licht auf meine Retina hinleuchte. Also, so eine Bipolarzelle hat ein kreisförmiges rezeptives Feld. Und dieses kreisförmige rezeptive Feld besteht aus einer Mitte und einem Ring. Und diese Mitte und dieser Ring haben unterschiedliche Antworteigenschaften. Ich kann entweder ein On-Center oder ein Off-Center oder ein On-Surround oder Off-Surround rezeptives Feld haben. Und je nachdem, wie eben diese Verschaltung zwischen den benachbarten Photorezeptoren über die Horizontalzellen organisiert ist, führt eben eine Aktivierung der Mitte des rezeptiven Feldes zu einer Signalweitergabe oder eine Aktivierung
der Peripherie, also des Ringes, zu einer Aktivierung dieser Bipolarzellen. Ist dieses Prinzip der Organisation der Retina mit Horizontalzellen erstmal soweit klar? Oder gibt es da noch Aspekte, die wir beleuchten sollten? Ja. Also, wir haben nicht nur On- und Off-Zellen, sondern wir haben auch farbkontrastsensitive Zellen. Die sind relativ gleich verteilt. Also, wir haben eine ganz, ganz breite Klasse von unterschiedlichen rezeptiven Feldern, je nachdem, wie die verschaltet sind. Die sind aber erstmal relativ gleich verteilt. Genau. Genau. Also, bei Stäbchen haben wir natürlich keine farbsensitiven Dingsen hier, rezeptiven Felder, aber an sich sind die erstmal gleich verteilt. Ja. Das werden Sie aber bei Frau Nutmann dann nochmal ganz im Detail kennenlernen, wie das alles funktioniert. Diese rezeptiven Felder, die sind aber nicht, aber vielen Dank für den Hinweis, die sind aber nicht alle gleich aufgebaut, sondern die können unterschiedlich groß sein. Und wir haben unterschiedlich große rezeptive Felder in unserer Fovea und in der Peripherie. Wir haben es schon kennengelernt, dass in unserer Fovea wir eine sehr direkte 1:1 Verschaltung von unseren Photorezeptoren an die Bipolarzellen haben. Das heißt, da haben wir auch sehr kleine rezeptive Felder. Da haben wir quasi sehr eng umgrenzte Bereiche, in denen die Aktivierung zu einer Aktivierung einer Bipolarzelle führt. In unserer Peripherie, da haben wir schon kennengelernt, da haben wir eine sehr starke Konvergenz, da werden also sehr viele Sehsinneszellen auf eine Bipolarzelle verschaltet. Da haben wir also sehr große rezeptive Felder einer Bipolarzelle. Das heißt, wir haben unterschiedlich große rezeptive Felder auf unterschiedlichen Bereichen unserer Retina und die Größe der rezeptiven Felder bestimmt die sogenannte räumliche Auflösung, also unsere Raumfrequenz. Das kommt so ein bisschen komisch, okay, wie kommen wir jetzt bei Raum zu einer Frequenz? Die Raumfrequenz, die beschreibt, wie viele hell-dunkel oder rot-grün oder blau-gelb Wechsel kann ich pro Grad visuellem Winkel denn eigentlich wahrnehmen. Das heißt, wir können unser visuelles Feld in unterschiedliche Winkelgrade einteilen. Wir haben so etwa 180 Grad visuelles Feld und können eben sagen, okay, wie viel, ne, so einzelne Bereiche unseres visuellen Feldes. Und ich kann dann eben anschauen, wie viele Hell-Dunkel-Wechsel oder Farbwechsel kann ich denn eben pro Grad visuellem Winkel tatsächlich wahrnehmen. Das heißt, diese Raumfrequenz, also die Anzahl von Wechseln pro Grad visuellem Winkel, die ist nicht überall in unserem visuellen System, nicht überall an unserer Retina gleich, denn je nachdem, wie groß meine rezeptiven Felder sind, kann ich ganz bestimmte Raumfrequenzen nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich also viele Wechsel zwischen hell und dunkel in einem sehr kleinen Bereich habe, dann habe ich eine sehr hohe Raumfrequenz, aber ich brauche auch sehr kleine rezeptive Felder, um diese hohe Raumfrequenz überhaupt auflösen zu können. Denn, das haben Sie vielleicht bei Frau Lerche in Statistik schon kennengelernt, wenn ich den Mittelwert über eine Raumfrequenz, wir haben tiefe und hohe Punkte, wenn ich den Mittelwert über einen tiefen und hohen Punkt bilde, bleibe ich einfach bei 0. Das heißt, wenn ich in meinem rezeptiven Feld sehr viele Wechsel von hell nach dunkel habe, dann summiert sich das Signal einfach auf 0 und ich kann diesen Kontrastunterschied nicht wahrnehmen. Das Gegenteil haben wir, wenn wir sehr große rezeptive Felder haben und eine sehr langsame Raumfrequenz, dann verändert sich das Signal einfach über die Größe meines rezeptiven Feldes hinweg nicht. Und wie groß unsere rezeptiven Felder sind, das können wir sehen. Das können wir nämlich an diesem grauen Bild, das Sie da oben in der Ecke haben, sehen. Wir haben hier diese unterschiedlichen schwarz-weißen Streifen. Diese schwarz-weißen Streifen, das sind die Raumfrequenzen. Wir haben also quasi auf unterschiedlichem Raumbereich unterschiedliche Hell-Dunkel-Wechsel. Und was Sie vielleicht sehen, ist, dass Sie so den Eindruck haben, dass diese Streifen am Rand, sind die nicht ganz so hoch und in der Mitte, da gehen die ganz, ganz hoch in diesem grauen Bild, diese Streifen. Das heißt, daran können wir quasi ablesen, wie viele rezeptive Felder einer ganz bestimmten Größe haben wir denn in unserer Retina. Das heißt, wir haben in unserer Retina sehr viele rezeptive Felder, die eben diesen mittleren Bereich der Raumfrequenzen abdecken.
Wenn ich jetzt hier das Licht ausmachen würde, würden Sie sehen, dass Sie nichts mehr sehen. Das heißt, Ihre Kontrastwahrnehmung würde ganz stark nach unten gehen. Sprich, Sie würden dann nicht mehr diesen Peak, diesen Gipfel von Raumfrequenz in der Mitte dieses grauen Bildes sehen, sondern die würden alle, da würden Sie so relativ flach, also eine relativ flache Wahrnehmung haben. Das heißt, wir sind dann wieder bei dem Punkt, den wir schon angesprochen haben, nämlich, dass in Dunkelheit wir vor allem über unsere Peripherie Dinge wahrnehmen. In unserer Peripherie haben wir eine sehr starke Konvergenz von Sehsinneszellen auf eine Bipolarzelle. Das heißt, wir haben hier nur sehr große rezeptive Felder und in diesen großen rezeptiven Feldern können wir eben hohe Raumfrequenzen nicht wahrnehmen. Das heißt, ganz bestimmte Kontraste können Sie auch tatsächlich nur dann wahrnehmen, wenn es hell genug ist. Diesen Unterschied zwischen diesen Raumfrequenzen kann man auch ganz leicht visualisieren. Sie können sich quasi tiefe Raumfrequenzen quasi als so ein leichtes Verschwimmen überlegen. Wenn Sie also diejenigen von Ihnen, die eine Brille tragen, ihre Brille abnehmen, dann wird Ihr Bild unscharf. Das heißt, Sie sehen keine hohen Raumfrequenzen mehr. Sie sehen also nicht mehr scharf. Und andersrum können wir quasi nur ein Bild so filtern, dass nur noch die hohen Raumfrequenzen dargestellt werden. Das sind dann nur noch Kanten und Ecken, die dargestellt werden, also die Bereiche, wo eben sich das Bild sehr stark von hell nach dunkel verändert. So viel zur Retina. Ich hoffe, das ist jetzt allen einigermaßen klar geworden, wie wir denn überhaupt an unseren Sehsinneszellen irgendwelches Licht wahrnehmen. Zumindest protestiert niemand, dann springen wir weiter von der Retina zum visuellen Kortex über unsere Sehbahn. Was wir uns dabei merken sollten, ist, dass unsere Sehbahn, wir haben es letzte Woche schon kennengelernt, bei unserem somatosensorischen System, kontralateral organisiert ist. Sprich, das rechte visuelle Feld wird auf der linken Seite unseres visuellen Kortex verarbeitet und das linke visuelle Feld wird auf der rechten Seite unseres visuellen Kortex verarbeitet. Diese Kreuzung, die ist aber nicht ganz perfekt, sondern eben die Retinae werden auf unterschiedliche Art und Weisen gekreuzt. Und zwar kreuzt nur der nasale Anteil, also der Teil ihrer Retina, der zu ihrer Nase hinzeugt, der kreuzt auf die andere Hirnhälfte. Der laterale Teil, der also außen liegt, der kreuzt eben nicht. Das heißt, nur die unterschiedlichen Bereiche ihrer Retina werden unterschiedlich gekreuzt, was ihnen dann eben in der funktionalen Organisation dafür führt, dass die unterschiedlichen Sehfelder, die ja eben auf unterschiedlichen Bereichen der Retina repräsentiert werden, die sind dann tatsächlich gekreuzt. Bewegen wir uns jetzt erstmal von unserer Retina zum Thalamus und da brauchen wir unsere Ganglienzellen. Wir haben sie schon kennengelernt, die Ganglienzellen. Das sind diese Zellen, die letzte Schaltstation in unserer Retina. Die summieren also Aktivität aus den Bipolarzellen auf. Sprich, wir haben unsere photosensitiven Zellen. Diese photosensitiven Zellen, die reagieren auf einen Lichteinfall damit, dass sie hyperpolarisieren, geben also diese Information dann an die Bipolarzellen weiter und von den Bipolarzellen geben wir die Information dann an die Ganglienzellen weiter. Diese Ganglienzellen, die Axone der Ganglienzellen, die bilden dann den Sehnerv, der dann aus unserem blinden Fleck unser Auge verlässt und von da zum Thalamus zieht. Und von diesen Ganglienzellen haben wir ganz, 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 ganz viele unterschiedliche. Und diese ganz vielen unterschiedlichen, etwa 20 unterschiedlichen Arten von Ganglienzellen, die kann man ganz grob einteilen in drei Klassen. Nämlich einmal unsere magnozellulären Ganglien, unsere parvozellulären Ganglienzellen und alle anderen. Alle anderen sind die sogenannten koniozellulären Ganglienzellen. Ganz grob zur Funktion parvozellulär. Das Wort parvozellulär haben wir schon so ein paar Mal gehört, glaube ich, in der Vorlesung. Parvozellulär beschreibt immer Signalbahnen mit kleinen Nervenzellen. Parvozelluläre Ganglienzellen, die sind klein, die sind farbempfindlich, die nehmen also die Information von den Zapfen auf und die reagieren eben mit einem anhaltenden Feuern auf konstante Lichtreize. Also das, was wir jetzt gerade haben, eben reagieren die quasi graduell und quasi in der Feuerrate der Ganglienzellen können wir also quasi den graduellen Einfluss der roten, blauen
und grünen Photorezeptoren kodieren. Auf der anderen Seite haben wir unsere magnozellulären Ganglienzellen. Magnozellulär bedeutet immer große Nervenzellen. Die sind groß, haben große rezeptive Felder, sind stark verzweigt und die sind farbunempfindlich. Das heißt, die kriegen ihre Informationen von den Stäbchen und die reagieren sehr schnell auf eine mit einem kurzzeitigen Feuern auf Veränderungen der Helligkeit. Und dann haben wir eben zu guter Letzt noch unsere Nicht-M, Nicht-P Ganglienzellen, also die Resterampe, unsere koniozellulären Ganglienzellen, von denen wir auch noch nicht so hundertprozentig sicher sind, was die eigentlich genau tun. Weil da haben wir eben sehr viele unterschiedliche Klassen und was die eigentlich alle genau tun, wissen wir noch nicht so ganz. Da haben wir unter anderem Ganglienzellen, die Dopamin produzieren und damit wahrscheinlich relevant sind für die Steuerung des generellen Erregungslevels in unserer Retina. Das heißt, unsere Ganglienzellen, die ziehen jetzt von der Retina hin zum Thalamus. Ganz wichtig, eigentlich nur ein relativ kleiner Teil der Signalbahn zieht tatsächlich zum Thalamus. Wir haben vorher ganz, ganz viele andere Abzweigungen, die wir zum Teil auch schon kennengelernt haben. Wir haben beispielsweise schon kennengelernt die Epiphyse. Erinnern Sie sich mal dran? Epiphyse, Zirbeldrüse, das war die Drüse, die relevant ist für die Steuerung unseres Tag-Nacht-Rhythmuses. Die steuert beispielsweise die Ausschüttung von Melatonin basierend auf dem Input in unser visuelles System. Außerdem gehen Signalbahnen ab, beispielsweise zum superioren Colliculus, superiorer Colliculus im Hirnstamm, da die Verschaltung auf unser auditorisches System. Oder eben auch zum Prätektum, um da eben für die Verschaltung in unser Gleichgewichtssystem relevant zu sein. Das heißt, wir haben, bevor wir überhaupt irgendwie zum Thalamus kommen, gehen ganz viele Signalbahnen ab. Zum Thalamus haben wir aber ganz viele afferente Verbindungen, die im seitlichen Kniehöcker, im Corpus geniculatum laterale oder auch LGN abgekürzt ankommen. Das heißt, wir kriegen hier an diesem LGN auf einer Seite unseres Thalamus, erinnern wir uns nochmal dran, Thalamus, diese paarige Struktur genau in der Mitte unseres Gehirns, das Tor zum Bewusstsein, da bekommen wir also Informationen aus dem linken und aus dem rechten Auge, jeweils eben für das linke und für das rechte Sehfeld. Linkes Sehfeld, rechter Thalamus, rechtes Sehfeld, linker Thalamus, aber eben, wie gesagt, das Sehfeld besteht aus Input beider Augen. Dieser Input beider Augen, der kreuzt im Chiasma Opticum, in der optischen, in der Sehkreuzung. Ganz wichtig, entlang dieser ganzen Signalbahn von Ganglienzellen hin zum visuellen Kortex haben wir eine Retinotopie. Retinotopie heißt, das Bild oder die Information ist entsprechend des Aufbaus der Retina organisiert. Das heißt, benachbarte Bereiche der Retina werden auf benachbarten Nervenzellen verarbeitet. Wir haben es letzte Woche kennengelernt, die Somatotopie, benachbarte Bereiche unseres Körpers werden an benachbarten Stellen unseres somatosensorischen Systems verarbeitet. In dem Fall Retinotopie, benachbarte Bereiche unserer Retina werden an benachbarten Bereichen hier in unserem Thalamus verarbeitet. Und wir haben eben diese parallele Informationsverarbeitung. Auch das haben wir schon kennengelernt, dieses Prinzip der parallelen Informationsverarbeitung. Wir verarbeiten also parallele Informationen, also rot, grün, blau Informationen, hell, dunkel Informationen auf parallelen Pfaden hier in den Thalamus hinein. Und diese parallele Information wird auf unterschiedlichen Schichten unseres Thalamus verarbeitet. Dieser Thalamus bekommt außer dem den Input aus unserer Retina auch noch Top-Down-Einfluss aus unserem Neokortex, beispielsweise wenn Sie Aufmerksamkeit steuern wollen. Also wenn Sie ganz aufmerksam auf einen ganz bestimmten Bereich Ihres Sehfelds schauen wollen, dann beeinflusst dieser Top-Down-Einfluss aus dem Neokortex die Aktivität im Thalamus. Und wir bekommen Bottom-Up-Einfluss, unter anderem aus der Formatio Reticularis, aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, also hier diese Erregung, die hier verarbeitet wird. Die efferente Information läuft dann eben weiter über die sogenannte Sehstrahlung hin zum primären visuellen Kortex und zum Temporallappen. Und Sie sehen es hier
auf dem Schaubild eben und hier unten in dem Bild dargestellt, unterschiedliche Bereiche, parvozellulär und magnozellulär, werden auf unterschiedlichen Ebenen unseres Thalamus eben verarbeitet. Das heißt, wir haben eine parallele Informationsverarbeitung, dass der Thalamus einer Hemisphäre, also der rechte oder linke Thalamus, wird durch Informationen aus beiden Retinas versorgt und eben benachbarte Bereiche werden auf benachbarten, also benachbarte Bereiche der Retina werden auf benachbarten Bereichen des Thalamus verarbeitet. Sie sehen hier also in dem Schaubild erstmal den Unterschied zwischen parvozellulär und magnozellulär. Magnozellulär, also Schichten 1 und 2, parvozellulär Schichten 3, 4, 5 und 3, 4, 5 und 6 und eben diese Organisation, dass sie linkes und rechtes Auge eben abwechselnd verschaltet haben hier auf dem Thalamus. Und diese Verschaltung, die wir im Thalamus vorfinden, die zieht sich dann über die Sehstrahlung in den primären visuellen Kortex weiter, dass wir eben diese parallele Informationsverarbeitung von magnozellulären und parvozellulären Pfaden genauso im primären visuellen Kortex auch sehen. Das heißt, wir haben also unterschiedliche Bereiche in unserem Thalamus und in unserem primären visuellen Kortex, die eben diese unterschiedlichen Signalanteile aus unserem visuellen System bekommen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Okay, dann sind wir im primären visuellen Kortex unseres Neokortex angekommen. Der primäre visuelle Kortex, wir haben es schon kennengelernt, sechsschichtiger Aufbau in einer Säulenstruktur. Und dieser sechsschichtige Aufbau im primären visuellen Kortex, der zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr stark ausgeprägte horizontale Verschaltungen haben. Und diese horizontalen Verschaltungen, die sieht man tatsächlich im Hirnschnitt. Und das hat dann dazu geführt, dass man diesen visuellen Kortex auch gestreiften oder striären Kortex genannt hat. Da waren wir ganz kreativ und gesagt, okay, wunderbar, der sieht gestreift aus. Also nennen wir ihn einfach mal gestreiften Kortex. Also wegen diesen horizontalen Bändern myelinisierter Axone. Nicht zu verwechseln, wir haben schon das Striatum kennengelernt. Erinnern Sie sich nochmal dran an das motorische System. Da haben wir das Striatum kennengelernt in den Basalganglien. Ist auch gestreift, ist aber was anderes. Da waren sie wieder nicht so kreativ, sondern gestreifte Bereiche heißen gestreift, aber hier eben der primäre visuelle Kortex heißt auch striärer Kortex oder gestreifter Kortex. Der ist, wie gesagt, aufgebaut aus 6 Schichten und der Input aus dem Thalamus kommt in Schicht 4 an. Das haben wir ganz am Anfang der Vorlesung schon kennengelernt. Die Input-Schicht in den Neokortex ist eben die Schicht 4 und die wird im visuellen Kortex unterteilt in 4 Alpha und 4 Beta, die eben auf der einen Seite 4 Alpha die magnozelluläre Information und 4 Beta die parvozelluläre Information verarbeitet. Wir haben also weiterhin diese parallele Informationsverarbeitung. Und in diesem primären visuellen Kortex haben wir jetzt, ganz ähnlich wie wir es letzte Woche schon kennengelernt haben, eine Säulenstruktur, dass jede Säule eine Verarbeitungseinheit ist. Und wir innerhalb dieser Säulen haben wir sogenannte Hypersäulen. Diese Hypersäulen, die umfassen einzelne funktionelle Anteile einer Säule. Und zwar sogenannte okuläre Dominanzsäulen. Also bekommt dieser Bereich gerade Input von dem rechten oder von der linken Retina. Orientierungssäulen ist dieser Bereich also für Kanten in einer ganz bestimmten Raumrichtung sensitiv. Oder die sogenannten Blobs, die beschreiben, ob dieser Bereich farbsensitiv ist. Das heißt, innerhalb unseres primären visuellen Kortex haben wir diese Hypersäulen und in diesen Hypersäulen haben wir eben unterschiedliche funktionelle Einheiten. Das heißt, wir haben innerhalb einer Hypersäule die parallele Verarbeitung aus beiden Retinas, eben unterschiedlich, wir haben quasi so ein gestreiftes Muster, dass wir immer linke Retina, rechte Retina, linke Retina, rechte Retina abwechselnd verarbeiten. Und dann haben wir eben Bereiche der Retina, die für Kanten unterschiedlicher Orientierung relevant sind. Wir haben es schon kennengelernt, die rezeptiven Felder auf der Retina, da haben wir kennengelernt, die sind rund.
Und wenn wir jetzt mehrere von diesen runden rezeptiven Feldern der Retina konvergent zusammenfassen, also in eine Reihe setzen, dann bekommen wir auf einmal rezeptive Felder, die eine ganz bestimmte Orientierung haben. Die also nicht mehr rund sind, sondern mehrere Kreise aneinander, haben wir also einen Strich. Das heißt, wir sind also relevant hier, einzelne Zellen in dem primären visuellen Kortex sind relevant auf Striche von einer ganz bestimmten Raumorientierung. Und wir bekommen die Information aus dem parvozellulären Pfad über die unterschiedlichen Signalanteile in die Blobs hinein. Und hier werden eben die Blobs, das sind farbsensitive Zellen, die werden jetzt hier unterschiedliche Gegenfarben miteinander verrechnet. Da haben wir also dann Blobs, die sind entweder für die Kontraste rot-grün oder blau-gelb relevant. Also auch hier haben wir einen konvergenten Input aus den magnozellulären Ganglienzellen, die entweder blau, grün oder rot verarbeiten, konvergieren hier also auf Zellen, die dann diese Gegenfarben verarbeiten. Das heißt, schauen wir uns diese parallele Verarbeitung im visuellen Kortex nochmal genau an. Wir haben also einen konvergenten Prozess von der Retina über den Thalamus hin zum visuellen Kortex. Das heißt, Information wird immer weiter zusammengefasst und immer weiter kombiniert und wir kommen somit von einfachen, runden, on-off rezeptiven Feldern hin zu relativ komplexen rezeptiven Feldern, die beispielsweise für Kanten oder gegen Farben relevant sind. Und wenn wir diese Verarbeitung dann weitergehen, wenn wir diese Logik weitergehen, dann setzt sich dieser konvergente Prozess fort. Und wir haben ein immer stärkeres Zusammenfassen von einzelnen Informationsanteilen, bis wir dann eben einzelne Zellen haben, die für Gesichter, für Objekte, für Orte relevant sind. Das heißt, wir fassen immer Informationen immer weiter zusammen zu immer komplexeren Objekten. Und entlang dieser komplexen Informationsverarbeitung trennen wir unterschiedliche Ströme auf. Da haben wir also die gleiche Idee, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben. Wir haben einen dorsalen und einen ventralen Informationspfad. Genau wie wir es letzte Woche kennengelernt haben, haben wir einen dorsalen Pfad, der Dort-Pfad, der Rauminformation verarbeitet, der über unseren Parietallappen verarbeitet wird. Und wir haben einen ventralen Pfad, den Wurm-Pfad, der über unseren Temporallappen verarbeitet wird, der für Objektidentifikation relevant ist. Da haben wir dann beispielsweise Areale in unserem inferioren Temporallappen, den sogenannten fusiformen Gyrus. Da haben wir also Bereiche, die beispielsweise für Gesichter relevant sind. Einzelne Zellen, die reagieren ganz speziell präferiert auf Gesichter. Das heißt, wenn wir uns hier dieses Prinzip anschauen, wir haben eben eine serielle Informationsverarbeitung in unserem visuellen System, indem wir Informationen entlang unterschiedlicher Eigenschaften weiter gruppieren und konvergent verarbeiten. In zwei Bahnen, Ventralbahn und Dorsalbahn, die auch wieder hier entweder parvozellulär oder magnozellulär genannt werden können. Das hat jetzt nicht so richtig viel mit diesen Ganglienzellen zu tun, liegt einfach nur daran, wie sind diese Pfade organisiert. Der Ventralpfad eben hier über den Temporallappen für die Objektidentifikation, über den Parietallappen für beispielsweise Bewegungswahrnehmung oder Raumwahrnehmung. Eben hier dann vor allem die Kombination der Informationen beispielsweise mit unserem somatosensorischen System, dass wir Objekte ertasten können und sehen können. Diese Idee der einfachen Verschaltung, dass wir quasi so eine Relay-Weitergabe von Informationen entlang dieser Hierarchie haben, das ist eine ganz nette Vorstellung und die ist auch ganz sinnvoll und ganz hilfreich, wenn wir uns die Verarbeitung in unserem visuellen System vorstellen wollen. Aber das ist natürlich mal wieder nicht alles. Also es gibt quasi so ein einfaches Modell, das so diese lineare Weitergabe entlang dieser seriellen Hierarchie beschreibt, also von der Retina irgendwann dann an unseren höheren Informationsverarbeitungsarealen ankommen.
Das ist aber eben nicht die ganze Story, sondern ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben eine ganz starke Aufzweigung der Signalverarbeitung in unserem visuellen System, die abzweigt, bevor wir dieses Signal überhaupt erstmal in den Thalamus hineinbekommen. Das heißt, ganz viel von unserer visuellen Information kommt überhaupt nicht im primären visuellen Kortex an, sondern aktiviert beispielsweise eben diese tiefen Hirnregionen oder auch solche komplexen Verarbeitungsbereiche wie die Amygdala direkt. Das werden Sie vielleicht bei Herrn Kernbach noch kennenlernen, wenn es um die Angstkonditionierung geht. Da haben wir ja auch eine direkte Aktivierung der Amygdala. Da gibt es die schöne Idee des Low Root, also quasi eine direkte Verarbeitung oder direkte Aktivierung der Amygdala durch unser visuelles System basierend oder durch furchteinflößende Reize. Die müssen Sie nicht bewusst verarbeiten, sondern kommen Sie direkt eben in eine Fluchtreaktion. So, gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen zu dieser seriellen und parallelen Informationsverarbeitung im visuellen System? Okay, dann wecke ich Sie mal kurz auf. Dann haben wir noch mal eine kleine Umfrage für Sie. Gleicher Link wie gerade eben. Da gibt es noch eine zweite Folie dahinter. Deswegen müssen Sie vielleicht einfach nur eine Folie weiterklicken. Ich hoffe, das funktioniert. Ich bin ja nicht so bewandert mit diesen modernen Dingen. Sie sehen jetzt hoffentlich, oder auch nicht, genau, dieses Bild. Und Sie können jetzt mal sagen, welche Farbe denn dieses Kleid hat. Ist dieses Kleid für Sie eher weiß-gold oder blau-schwarz? Das ist spannend. Ich finde es immer wieder spannend, die Abstimmungsergebnisse in dem Fall, dass wir haben jetzt 20 Meinungen, 8 von Ihnen sagen, das ist weiß-gold, 12 von Ihnen sagen, dass dieses Kleid blau-schwarz ist. Ich zeige diese Folie jetzt, glaube ich, schon zum 7. Mal und für mich ist dieses Kleid nach wie vor weiß-gold. Aber man sieht eben an so einem schönen Bild, die eine oder der andere von Ihnen kennt das vielleicht, das ging vor einer Weile mal oder vor ein paar Jahren mal über Instagram, war das ein großes Ding. Kann man eben sehr schön zeigen, das Konzept der Farbkonstanz. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass wir in einer normalen Sehsituation immer Informationen aus unseren drei unterschiedlichen Zapfen bekommen. Das heißt, wenn wir alle drei Zapfen gleich aktivieren, dann haben wir eine Sehempfindung eines weißen Lichtes. Und jetzt können wir eben quasi tarieren, wie viel eben wir unterschiedliche Zapfen aktivieren, um damit eben einen Farbeindruck zu bekommen. Und dieser Farbeindruck, der ist nicht konstant, sondern diese Interpretation dieser relativen Aktivierungen unserer drei Zapfen, der hängt ganz stark von ihrer subjektiven Interpretation ab. Das heißt, in unserem primären visuellen Kortex haben wir eine lokale Kodierung von Farbinformationen in Farbblobs basierend auf der Wellenlänge. Da haben wir also Gegenfarbenblobs, rot-grün oder blau-gelb-Blobs, die eine ganz bestimmte Wellenlänge eines Lichtes interpretieren. Und wenn wir dann in unserer seriellen Verarbeitung, unsere Hierarchie des visuellen Systems weiter nach oben kommen. Also wir steigen also vom primären visuellen Kortex zum sekundären und zum tertiären visuellen Kortex hinauf. Dann integrieren wir in dieser visuellen Verarbeitung ganz viel globale Information. Wir nehmen also Vorwissen mit ein, wir nehmen räumliche Informationen mit ein, wir nehmen Informationen über die Situation mit hinein, um eben so Hinweisreize aus dem gesamten Gesichtsfeld und auch Erwartungen und Vorwissen in unser visuelles System zu integrieren. Das heißt, wir kodieren ab dem sekundären visuellen Kortex Farben nicht mehr basierend auf ihren Wellenlängen, sondern basierend auf der Aktivierung des gesamten visuellen Systems. Das heißt, wir kodieren Farben in ihrem Kontext. Das heißt, diese unterschiedliche Wahrnehmung dieses Kleides, ob Sie das jetzt als blau-schwarz oder als weiß-gold wahrnehmen, hängt davon ab,
was sie annehmen, welche Vorerfahrung sie in diese in die Betrachtung des Bildes hineinbringen, die den Kontext der Bildbetrachtung beschreibt. Also nehmen Sie beispielsweise an, dass dieses Kleid unter Kunstlicht oder unter Sonnenlicht betrachtet wurde. Sonnenlicht und Kunstlicht haben ganz grundsätzlich unterschiedliche Farbspektren. Sonnenlicht hat einen sehr starken, langwelligen Anteil, vor allem abends, ne, weil das ist so ein bisschen rötliches Licht. Dieses Kunstlicht hier hat einen sehr starken, kurzwelligen Anteil, das ist leicht bläulich. Trotzdem empfinden Sie Farben als konstant. Also Ihr blauer Pullover, den Sie heute Morgen in der Dunkelheit angezogen haben, der wirkte da blau und auch heute tagsüber wirkt dieser Pullover blau. Das heißt, Sie nehmen dieses Objekt als farblich konstant wahr. Und diese Farbkonstanz, die ist eine Leistung unseres visuellen Systems, die auf der Integration von Umgebungsreizen, von Kontexteinflüssen basiert. Das ist unter anderem der Forschungsbereich von Herrn Faul. Den werden Sie vielleicht auch noch kennenlernen, auch allgemeine Psychologie, der sich eben genau mit dieser Kontext- und Kontrastinformation im visuellen System auseinandersetzt. Also wenn Sie nächstes Semester dann nächstes Semester hören Sie Psy B3, Experimentalpraktikum, da können Sie sich bei Herrn Faul eben genau mit diesen Farbkonstanzmechanismen auseinandersetzen. So, schauen wir uns das Ganze nochmal in Zusammenfassung an. Wir haben also eine lichtsensitive Retina. Auf dieser lichtsensitiven Retina haben wir Photorezeptoren. In diesen Photorezeptoren haben wir ein einzelnes Protein, unser Rhodopsin. Wenn jetzt ein Lichtteilchen auf dieses Rhodopsin trifft, absorbiert dieses Rhodopsin unsere Lichtenergie und es kommt zu einer Strukturveränderung an dem Rhodopsin. Dadurch schließen sich Ionenkanäle, unsere Photorezeptoren hyperpolarisieren und verändern die Glutamatausschüttung. Damit verändert sich die Signalweitergabe an Bipolarzellen. Und wir können das Signal entweder umkehren oder nicht, je nachdem, ob wir invaginierende oder flache Synapsen zu den Bipolarzellen haben. Dann geben wir das Signal eben weiter, entweder an unsere parvozellulären oder magnozellulären Ganglienzellen. Und wir haben eine parallele Informationsweiterleitung über den Thalamus an unseren primären visuellen Kortex, wo dann Information konvergiert und zu komplexen rezeptiven Feldern verarbeitet wird, die dann für Kanten, Farben und Hell-Dunkel-Unterschiede aus unseren beiden Augen relevant sind. Und diese Information wird dann konvergent verarbeitet in unterschiedlichen Verarbeitungsströmen, entweder dorsal, unser Wobpfad, oder ventral, unser Waspfad. Und diese Information wird dann eben mit dem Kontext integriert, um dann zu einer bewussten visuellen Wahrnehmung zu führen. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen oder haben Sie jetzt den Durchblick durch das visuelle System? Okay, dann scheint das allen klar geworden zu sein. Dann hören wir uns nächste Woche an, wie dieser ganze Prozess der Signalverarbeitung in unserem auditorischen System funktioniert.